Ja, guten Morgen in der Früh und Servus hier aus Leonding bei Berg. Ja, die schönen Zeiten von Linz haben jetzt einen fünften Teil gefunden von der JKU nach Leonding. Aha, man hört schon. Ein ganz schöner Stadtteil nahe Linz. Ja, ich bin da gerade bei der Haltestelle Gaumberg ausgestiegen. Kommt man auch mit den Stadtteilbussen 107 und 191 her. Ja, und wenn man da länger durch diese wunderschöne Wohngegend geht, sieht man da immer in den Wiesen so viele Weinreben. Und man hat auch einen schönen Ausblick in die Stadt Linz hinein. Da geht es ja in die Richtung weiter nach Traun und Pasching. Ja, und so schaut es da aus. Ist übrigens auch ein super Ort, um Nachtfotos zu machen. Ja, und ich bin da jetzt auch gerade das erste Mal. Also da wo ich jetzt gerade stehe, man, da drüben gibt es noch Straßen. Da war ich schon ein bisschen öfter. Aber sonst die Gegend erkunde ich jetzt gerade zum ersten Mal. So, weiter geht die Reise eigentlich schon am Höhepunkt unserer Führung, auch wieder hier nebenbei mit Weinreben. Und wenn man dann jetzt da ganz aufkommt, hat man dann wirklich einen wunderschönen Überblick nach Pasching und Traun und auch wieder hier in die Stadt Linz hinein. Also das ist wirklich so ein kleiner Zwischenort, wenn man vorher die 3 und 4 da eineinhalbminütig durch den Untergrund, dann kommt man hier heraus und hat eben alles sehr naturbelassen. Natürlich schaut es im Sommer noch schöner, viel schöner aus, wenn es gras ein wenig grüner ist. Aber heute ist es auch wunderschön wolkenlos und sogar noch ein wenig der Schnee am Bösenberg. Also was will man mehr? Und hier endet unsere Reise schon wieder von den schönen Seiten von Linz Teil 5. Hier nochmal ein schöner Ausblick. Bei minus 5 Grad im Sonnenaufgang. Ja, und ein kleiner Spoiler, da wird demnächst auch noch ein Video gedreht werden. Weil diese Türme da, die schauen sehr verdächtig nach einem Video aus. Gut, dann bis zum nächsten Mal.